damit das noch ein bisschen eleganter aussieht. So ein bisschen dann dran. So, wie war das? Motoren fehlen hier. Ich fehlt auch noch ein Motor. Hallo Miri, ich mache ein Raumschiff, welches landen soll auf einem Planeten mit ganz viel Fracht und hoffe, dass das Ding nicht einfach so auf dem Boden zerschellt. Und ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze so funktionieren wird, wie ich das gerne hätte. So, jetzt haben wir hier... Yay! Das nächste Stückchen fertig. Hier haben auch noch Motoren gefehlt. Und hier hinten auch. So, das Ding nenne ich dann liebevoll Manta. Weil das so ein bisschen aussieht wie so ein Rochen. So, jetzt haben wir die Stahlrohre, die haben wir. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu den Computers. Ich sage immer Computers. Und die Anzeigen nehme ich auch gleich mit. Und toll, da fehlt mir das Panzerglas. Und die kleinen Stahlrohre fehlen mir auch. Der Sauerstoffgenerator ist fertig. Das Gyroskop ist fertig. Wow. Der erste Frachtcontainer, der zweite Frachtcontainer, der dritte, der vierte. Hier fehlen noch kleine Stahlrohre. Der erste Reaktor, der zweite Reaktor. So, kleine Stahlrohre noch. Und Panzerglas. Das Runterkommen ist tatsächlich kein Problem. Also runterkommen wir auf jeden Fall. Ist nur das Problem, dass wir natürlich auch heile runterkommen wollen. So, was war denn das noch? Mir fehlt ein Computer hatte ich. Was waren das? Kleine Stahlrohre. Ach, da haben wir... Boah, das sind gar nicht so viele, die wir hier haben. Hey, wo kommt der hier? Ach, das ist ein Main Station Container. Puh. Ich habe doch Panzerglas eingesammelt. So, haben wir. Jetzt dort unten noch. Haben wir auch. Gut, hier fehlt nichts. Panzerglas noch. Und dann schauen wir mal. Ob hier irgendwas noch nicht ganz vollständig zusammengeschraubt ist. Das kann man ganz gut kontrollieren, indem man einfach mal guckt. Die Boje ist noch unvollständig. Die befindet sich hier unten, die Boje. Na, kleine Stahlrohre. So, und da haben wir ihn, unseren Manta. Wie gesagt, baue ich da noch ganz schick aus, dass der auch noch etwas aussieht. Jetzt hole ich mir aber erstmal ein bisschen Saft. Ein bisschen Strom. Ein bisschen Uran aus unseren Kraftwerken. Von dem habe ich schon 500 genommen, deswegen nehme ich jetzt von ihm hier 500. Da wir noch nicht losfliegen, ist es auch gar nicht so wichtig, wie viel ich hier jetzt gerade rausnehme. Ich würde sagen, ja, ich werde alle Triebwerke nutzen müssen. Der erste Reaktor läuft. Jetzt hoffe ich mal, dass die beiden Reaktoren ihre Dinge auch teilen können. Ja, können sie. Super. Das heißt, beide Reaktoren laufen. Alle Triebwerke scheinen zu funktionieren.
Das ist gut. Jetzt kommt natürlich die eine der letzten Fragen. Und zwar... Da fehlt ja immer noch was. Ich sollte mal Eis holen. Damit wir auch dort unseren Sauerstoffgenerator benutzen können. Klack. Frag mich jetzt, warum der das nicht automatisch gemacht hat hier. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber okay, das Ding läuft. Dann können wir jetzt mal hier die Triebwerke allesamt in eine Gruppe packen. Und die hier dann mit an- und aus belegen. Gruppen, Jip, Duckel on, off. Pam. Ich habe jetzt auch... Ah ja, stimmt, genau. Ich wollte das Ding hier auch Manta nennen. Warum auch immer ich jetzt hier die Dinger nach Tieren bezeichne. Gut, dann können wir jetzt die Triebwerke ausmachen. Hoppla. Ah, na klar. Jetzt weiß ich wieder, was hier passiert ist. Ich habe mich gerade eben abgekopselt. Mal kurz Inventar prüfen. Gut, den Kram lege ich mal eben schnell ab. Weil hier oben kann ich das Teil definitiv nicht bewegen. Ich werde mir noch eben schnell Sauerstoff mitnehmen. Och, das kann auch nicht schaden. Okay. Hier. Das kann auch nicht schaden. So. Und jetzt. Genau, jetzt öffne ich mal kurz das Tor, um zu gucken, ob ich damit auch vernünftig rauskomme und raus navigieren kann. Boah. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch machen wollte. Ich wollte Töne einfügen. Ich schau mal eben kurz. Wo hatten wir das schöne Ding? Hier, Tonblock. Ich weiß nicht, wie das für ein Teil ist und wie das Ding funktioniert, aber ich werde das Ding jetzt dran bauen, um das herauszufinden. So, ich brauche dafür Computerherstellungskomponenten und interne Panzerung. So, und Herstellungskomponenten und Computers. So, ganz klar, Moment. Ja. Hat sich anscheinend erstmal wieder alles erledigt. Gut, jetzt kommt das Interessante. Hi. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier funktioniert. Ich bin das Interessante und ja, ich funktioniere noch. Und zwar werde ich jetzt mal gucken, ob ich das nette Schiff hier rausmanövrieren kann. Was hast du angestellt? Och, nichts Besonderes. Es hat sich ein bisschen was getan in der Zeit. Ich ja, hatte ich heute null Nerv auf FF14 und habe mir dann gedacht... Ich war nur kurz im TS, habe eine Runde Overwatch gespielt. Und hab so nach unten geguckt, okay, er spielt Space Engineers. Ich guck so auf die Uhrzeit, so scheiße, ich muss los zur Arbeit. Ich komme gerade frisch von der Arbeit, Leute. Aber ungefähr, warte mal, wie viel haben wir jetzt? 20 Uhr? Und nach 6 Stunden ohne Pause meinte mein Chef einfach nur so, Bock morgen auch noch zu arbeiten. Und das wäre dann der 5. Tag hintereinander mit einer Doppelschicht. Macht doch Laune.
Immer. So, jetzt sollten sich aber auch langsam die Tore hier öffnen. Ja, und da öffnen sie sich. Sehr gut. Dann wollen wir mal in Schweinchen rein. Beziehungsweise erstmal hier die. Schweinchen? Ja, erstmal hier die Andock-Vorrichtung lösen. Was ab hast in Schweinchen. Du angestellt? Und los geht's. Ich war die Raumstation. So, wichtig ist, dass ich jetzt nicht irgendwo gegen titsche. Das kommt nicht so gut. I killed myself. So. Da bist du. Upp. Nein! Oh fuck. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. Doch, Alter, da fehlt ein Cockpit. Alter. So ein Mist. Okay, das habe ich ja schon gesehen, ne? Was hast du schon gesehen? Na. Mal aufladen für die Hydrogen Tanks, ne? Gott, ich hoffe jetzt nur, dass die dass nicht zu viel kaputt ist. Okay, ich bräuchte mal ganz kurz deine Hilfe. Einen Moment, bitte. Was darf's denn sein? Und zwar müsstest du mir mal bitte schnell ein Cockpit zusammenschrauben. Cockpit? Ja, ein Cockpit. Okay. Oh, Cockpit. Was braucht man dafür? Interne Panzerung einfach nur zum Darf. Moment, interne Panzerung. Sag mir mal gleich an die 30 Stück interne okay. Panzerung, jo. Jo, interne Panzerung brauchst du nicht mitnehmen. Bring nur Motorenanzeigen und Panzerglas mit. Den Rest hatte ich tatsächlich im Inventar, wieso auch Motoren, immer. Wie viele Motoren? Ein Motor, 5 Anzeigen und 30 Panzerung. Also Panzerglas. Ah, das ist was anderes. Anzeigen. Eine? Moment, schau nochmal. 5. So fertig, ey. Computer. Man hat zu wenig Panzerglas. Herstellungskomponente. Wo du? Ah, da du sein. So. Nicht hier, da vorne. Ja. Ruski. So, und nochmal. Auf das du verreckst. Gruppen. Triebwerke an, aus, raus hier. Oh. Naja, Hauptsache etwas hängt hier noch. Aua. Ja, bitte. Du stehst gerade bei mir auf den hinteren Triebwerken. Inwiefern? Ja, du bist nicht im Cockpit. Oh, ist doch schick. Du stehst auf den. Aber das Schiff bewegt sich trotzdem, oder was? Ja. Du stehst auf den hinteren Triebwerken. Okay, das Ding braucht echt. Warte mal ganz kurz. Ich kann ja einfach
jetzt anfangen, das Ding hier zu drehen? Das passt doch schon. Oh, schon wieder diese Steuerungsprobleme hier. Oh, heute hatte ich eine geile, ich hab eine geile Story heute. Ich war, hab ja gekennert heute und heute gab es bei uns eine Bratwurstpfanne. Und die ist dann eben halt leer gegangen und dann hat ein Kunde das bestellt und wir sagen einfach nur, wir haben keine Bratwürste mehr, ist komplett leer. Wir können ihn Fleischkäse braten, wir können ihn Burger dann zum selben Preis anbieten. Also ja, er hat gerne eine Bratwurst. Ich muss denken, Entschuldigung, aber wir haben keine Bratwürste mehr. Wir haben nur noch Fleischkäse oder können ihn Burger anbieten. Okay, das ist hier, ich bin gerade ein bisschen anderweitig konzentriert, aber das klingt äußerst witzig. So. Womit bist du denn beschäftigt? Ich bin gerade damit beschäftigt, das Ding wieder umzuräumen, beziehungsweise umzuparken. Aber das Schwierige ist, dass ständig die Steuerung hängen bleibt. Also du kannst dich mal vorne im Manta in das Cockpit setzen. In Manta? Ja, das Ding habe ich Manta genannt. Hä? Okay, geh mal wieder raus, bitte. Jo, ich konnte mich nämlich überhaupt nicht bewegen. Du kannst dich auch nicht bewegen, weil hier nur Atmosphärentriebwerke dran sind. Wie viel Platz habe ich noch nach vorne? Noch ein bisschen. Okay, ich will hier nur ein bisschen kompakt bauen, weißt du? Hä? Ich sehe hier überhaupt nichts mehr, warte mal. Hm? Ich sehe hier überhaupt nichts, hast du hier irgendetwas angebaut? Nö. Oh, ist schon wieder ein Bug hier, okay, gut, weiter. Oh, es geht schon wieder los. So. Du kannst jetzt gleich. Ach, du willst an Dings andocken oder was? An den Hydrogen-Tank oder was? Nö. Oder so stehen bleiben. Da wollte ich nicht gegen donnern. Das Ding hat einfach zu viel Speed, ey. Stopp! Drück P, drück P, drück P! Rein und P drücken. Zu spät. Bringt nichts mehr. Moment. Weil du kommst jetzt gerade nicht runter. Oh, das Teil hat einfach viel zu viel Schub. Das war mega knapp. Hoppla. Ich wollte P drücken. Dich ein bisschen zurückziehen. Und? Soll ich P drücken? Oder? Jetzt. Jo, sehr gut. Dran. Ui. Alter, was ist mit dir los? Wieso? Du bewegst dich gar nicht richtig. Du bist wie so eine Spielfigur von Mensch, ärger dich nicht, die einfach nur in einer Leichenstarre sich irgendwie fortbewegt. Puh, okay. Knapp, aber hat funktioniert. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. So, ja, das sind unsere zwei neuen Schiffe der Flotte. Weil? Naja, einmal hier unser Schweinchen. Ich sehe das nicht. Und unser Manta. Ich sehe das Schweinchen nicht. Das steht direkt hier. Deswegen hat sich das Schiff ja so bewegt. Ich sehe es nicht. Okay, dann solltest du vielleicht mal neu laden. Habe ich noch irgendwas? Ich werf's mal raus, ne? Hier ist ja. Ja, werf raus. Und dann kannst du dir mal angucken, was für eine coole Mechanik ich hier reingebaut habe, wenn du wieder drin bist. Tod und Verderben an alle. Und ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal einmal cutten. Cutten? Cutten. C-U-T-T-E-N. Und damit
nur noch die Leute im Stream sehen, was hier passiert, weil die Leute bei YouTube kennen das schon in- und auswendig.